Hallo und herzlich willkommen endlich mal wieder nach ein paar Monaten zu einem neuen Video. Und zwar diesmal auch mal wieder gesprochen. Deswegen gibt es jetzt mal wieder Minecraft, ne? Aber gut. Und ja, die Sonne geht gerade auf. Und wir haben heute eine neue Mod. Und zwar Create Northstar. Create Northstar ist eine ziemlich coole Mod für, beziehungsweise ein Create-Addon. Wer Create nicht kennt, sollte sich diese Mod unbedingt anschauen. Genau, es ist ein Addon, ähnlich wie Liftoff, was aber noch überhaupt keine Testphase hat. Also da könnten wir noch Jahre drauf warten. Genauso wie Aeronautics und alles Mögliche. Aber Northstar ist eine Mod, womit ihr in den Weltraum könnt. Und zwar nicht nur einfach mit, ihr craftet eine Rakete und fliegt ins All. Nein, es ist ein wenig anders. Und zwar, man weiß ja, man kann in Create Sachen bauen und diese Sachen bewegen und ja. Und ungefähr so wird das mit eurer Rakete auch sein. Und zwar werdet ihr eure Rakete bauen, so wie ihr wollt. Sie kann jegliche Form und alles Mögliche haben. Und damit dann in den Weltraum fliegen. Genau, und das möchte ich heute mal zeigen. Es ist noch ziemlich Work in Progress. Also ziemlich viele Bugs sind noch zu erwarten und manche Sachen, die nicht richtig funktionieren und ja, sowas hier, ne? Aber dazu später mehr. Gut, als allererstes, wenn ihr in die Mod reinkommt, wollt ihr natürlich jetzt in den Weltraum fliegen. Das geht natürlich nicht ganz so einfach. Ihr braucht erstens einmal ein paar Starter-Items, sowas wie das Teleskop und den Astronomie-Tisch. Das Teleskop macht ihr, indem ihr, lass mich kurz gucken, genau, braucht ihr drei Sticks für, ihr braucht eine Amethyst-Shard und zwei Brass-Ingots. Wenn ihr das Teleskop dann gecraftet habt, könnt ihr mal draufklicken, dann sagt das, nee, es muss Nacht sein. Was natürlich ein bisschen Sinn macht, weil wenn man Sterne beobachten möchte, sollte man die schon nachts beobachten. Am Tag sieht man nicht wirklich viel. Ihr braucht übrigens noch ein Astronomy-Table, den macht man aus Slabs, Papier, ein Eisen und Log. Und ihr braucht Papier, denn ihr wollt nämlich Sachen dokumentieren. So, wir machen es mal ganz kurz Nacht, denn ja, ich sollte das auch schon richtig schreiben. So, jetzt haben wir es Nacht. Übrigens, kurze Info vorab: der Shader, wenn ihr Shader mit Shader spielt, supportet keine Custom Skies. Ich kann kurz zeigen, wenn ich den Shader ausschalte. Ja, hier sind eigentlich so Sachen im Himmel, ne? Da und so weiter. Aber das ist gerade erst noch unwichtig. So, und zwar, ja, jetzt können wir mal auf das Fernglas zugreifen und ihr seht, ihr könnt mit eurer Maus hier eine Karte bewegen. Ihr habt natürlich auch ein Plus, weil ihr ein Papier in eurem Inventar habt. So, momentan, hier ist der Mond, hat ein bisschen eine Offbox, eine Hitbox, die ein bisschen sehr offset ist, aber was soll's. Und dann seht ihr die Planeten Mars, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus und wo ist die Erde? Da ist Neptun, wo ist die Erde? Hallo? Ich bin auch irgendwie bescheuert. Ja, ich suche nach der Erde, obwohl ich gerade auf der Erde stehe. Ich bin schon ein ziemlich schlauer Mensch. Oh, das ist Merkur. Genau, momentan funktionieren, glaube ich, gerade mal 5 Planeten. Unter anderem Merkur, Venus, Mars, der Mond und ich glaube, das war es, wenn das jetzt überhaupt 5 waren. Gut, wie geht ihr jetzt vor? Wir wollen jetzt zum Beispiel zum Mond. So, der Mond bewegt sich ja kaum, das ist blöd. Das heißt, ihr seht gleich warum. Wir nehmen uns einfach mal den Mars. Phobos und Deimos. Aha, das sind wahrscheinlich. Ach, Monde, cool. Genau, wenn wir jetzt hier draufklicken, wird die Koordinate hier unten reingeschrieben und ihr kriegt ein astronomisches Gekritzel. So, ihr braucht insgesamt 3 Stück davon, aber mit dem Unterschied, ihr müsst das an 3 Tagen machen. Also ich kann jetzt nicht nochmal das machen, weil dafür die Koordinaten dann zu sehr beieinander liegen. Um nämlich dann ein etwas zu kriegen, womit ihr dann euch zu diesem Planeten navigieren könnt, müsst ihr das nämlich dreimal machen. Ihr braucht 3 von diesen astronomischen Gekritzzeug. So. Genau, und das am besten an 3 verschiedenen Tagen, weil sich nämlich die Koordinaten von diesem Planeten unterscheiden müssen. Und zwar mindestens um 30. Ansonsten funktioniert das nicht.
Wenn ihr das dann gemacht habt, also dann drei verschiedene rein theoretisch hättet von drei verschiedenen Tagen, würdet ihr die hier drei hier reinlegen und dann ein Buch für den Mars kriegen. Und zwar sowas hier, eine Star Map. Diese Star Map ist ziemlich wichtig für euch, denn das wird ihr später zu diesem Planeten navigieren. So, nachdem wir nun diese Schritte abgeschlossen haben, geht es daran, dass wir uns Blöcke bauen. Und zwar brauchen wir einmal Rocket Controls. Die macht ihr aus Iron Sheets, zwei Hebeln und einem Circuit. Und den macht ihr aus Iron Sheets, einen Amethysten, einen Kupfer und einen Gold. Und ihr müsst es ingravieren. Okay, das ist neu. Was macht denn der Ingravierer? Wie baue ich denn einen Ingravierer? Engraver? Engraver? Da ist er. Ja. Wie funktionierst du denn oder wie craftet man dich denn? Ja, muss schon aus dem Menü raus. Den Gravierer macht ihr aus Iron Sheets, einem Shaft und Rose Quartz. Und eine Amethyst Crystal. Wie macht man den? Aus Redstone und Amethysten. Also jetzt schon, da sind schon ein paar Schritte zwischen, bevor ihr das machen könnt. So, und wenn ihr das dann abgeschlossen habt, dann kriegt ihr halt eure Rocket Controls. Des Weiteren benötigt ihr eine Rocket Station. Diese Rocket Station macht ihr folgendermaßen. Und zwar wieder mit Circuits und Iron Sheets. Und ihr braucht Iron Cogwheels. Und die macht ihr aus einem Shaft und industriellem Eisen. Und industrielles Eisen macht ihr, indem ihr einfach Eisen anscheinend in den Stone Cutter legt. Ja. Des Weiteren braucht ihr einen Targeting Computer. Wie macht man den? Oh mein Gott, okay, das wird ja immer extremer hier. Indem ihr ein Circuit hier habt, das auf eine Iron Sheet gepackt wird, dann durch einen Engravierer geht, dann mit einem Mechanism, dann wieder graviert und einem Polished Diamond. Ein Polished Diamond macht man, indem man einen Diamant da reinpackt mit Sandpapier. Okay. Viel Gerede. Am Ende entsteht das Ding. Ich brauche 21, okay. Ja, finde ich das nicht auch schön zum Brennen, ich weiß. Genau, wenn ihr das Ding habt, habt ihr schon mal wieder einen guten weiteren Schritt. Als nächstes wäre es für euch noch wichtig, genug Superglue mitzunehmen. Und ihr müsst auch noch dieses Interplanetary Navigator bauen. Das ist eure Antenne sozusagen. Ui, ja, da braucht ihr auf jeden Fall Lunasaphire. Oh mein Gott, wo kriegt man denn Lunasaphire her? Anscheinend einfach durch einen neu generierten Block, den ihr finden müsst. Okay, das crusht ihr dann und dann könnt ihr damit diesen Interplanetary Navigator bauen. So viel zum Start. Ach ja, ihr braucht übrigens noch eine Tür. Die macht ihr übrigens so. Ne? Die Tür braucht ihr auch noch. Gut. Ja, jetzt kann man ja erstmal eine Rakete bauen, finde ich. Und um das zu machen, werde ich euch das eben mal kurz hier cutten. Ich baue hier einfach mal eine lustige Rakete hin. Also, ja. So, mein Gott, nach ziemlich viel Rumgeirre und ich weiß nicht, was ich tue, haben wir eine einigermaßen okay aussehende Rakete, denke ich mal. Ja, einigermaßen, ne? Aber wir müssen hier drin noch die Leiter machen. Das können wir mal ganz schnell machen. Einfach eben einen schönen Block genommen. Wie wäre es denn einfach Kupferleiter? Der noch ganz schick aus. Aha, ich kann keinen Kupfer draufpacken. Das ist ja auch mal was Neues. Dann nehmen wir aber Holzleitern. Achso, das sind Andesitleitern, keine. Ja, das macht natürlich wiederum Sinn. Okay, never mind. Ja. Also, wir brauchen auf jeden Fall erstmal Licht hier drin. Ja, das Problem ist, wir können im Weltraum natürlich keine normalen Leuchtmittel benutzen. Und zwar brauchen wir dafür spezielle. Und zwar sowas wie Glowstone-Laternen. Glowstone-Laternen macht ihr ganz einfach mit Glowstone und Eisen. Also so wie ihr eine ganz normale Laterne machen würdet. So, machen wir erstmal hier zum Licht hin. Vielleicht unten auch nochmal. Paar Lämpchen. So, ein bisschen ausgeleuchtet. So, hier würde ich übrigens noch
irgendwie ein kleines Grate reinmachen. So, genau. Perfekt. So, jetzt müssten wir es ja eigentlich nur zusammenkleben und könnten ja rein theoretisch bestimmt abheben. Genau, und was ich auch noch nicht erwähnt habe, ihr braucht hier unten sogenannte Jet Engines. Die macht ihr übrigens so. Und zwar auch Propellern, Eisen und Fluid Tanks. Genau. So, kleben wir mal kurz alles zusammen. Platzieren hier unsere Raketencontrols rein. Die müsst ihr übrigens rein platzieren und nicht nach draußen, weil nämlich, ich dachte das vorher auch, dass das wie bei einer anderen Mod ist. Aber nein, ihr müsst das in der Rakete haben, also in den Gegluten. So, drücken wir Assemble. Okay. Wir brauchen mindestens so viel Fuel und haben gar kein Fuel. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall irgendwie Fuel hier reinkriegen. So, Heat Shielding braucht ihr auch. Es gibt bestimmte Blöcke, die eine bestimmte Stärke haben und euch davor, also vor Hitze schützen. Wir brauchen mindestens 233, haben aber 327. Das ist also gut. Wir brauchen mindestens 17 Antriebe und haben 18. Das passt. Oxygenizer ist 98, okay. Also wir brauchen Fuel und wir brauchen diesen Interplanetary Navigator, also diese Antenne. Die packen wir einfach mal hier oben drauf. Ja, das sollte doch wohl passen, wa? Kleben wir das Ding eben hier noch fest. Bin ich jetzt gerade Bescheid. Wisst ihr was, dann moven wir das einfach und machen das so. Fertig. Perfekt. Passt schon. So. Genau, wir brauchen Fuel. Dafür rate ich euch am besten, hier Fluid Tanks zu nehmen. Am besten auch noch mit einem Portable Fluid Interface, denn es wird später so sein, dass ihr eure Rakete natürlich wieder auffüllen müsst. Also packen wir erstmal hier unser Fuel Tank rein. Hier stehe ich hier natürlich drin, das ist natürlich suboptimal. So, und dann machen wir am besten von draußen irgendwo hier noch sowas hier hin, sodass ihr Fuel reinpumpen könnt. Als Fuel braucht ihr nämlich Liquid Hydrogen. Wie stellt man das her? Indem ihr ein Bucket mit Liquid Hydrogen macht. Und den macht man, indem ihr Hydrogengas in einem Frostbehälter macht. Aber wie kriegt man Hydrogengas? Gibt's wahrscheinlich noch nicht. Das ist blöd. Ich habe jetzt noch nichts irgendwie gesehen, womit man Hydrogengas kriegen könnte. Vielleicht aus Mepharm-Eis oder. Naja, auf jeden Fall gibt es da noch nichts. Oh mein Gott, ey. Das müsst ihr auf jeden Fall dann herstellen mit diesem schönen. Mit dieser schönen Eisbox hier, die ihr einfach so baut. Genau, wenn ihr das dann habt, pumpt ihr das alles hier rein. Bis voll am besten damit. There we go, jetzt ist es voll. Meine Güte. So, wenn ihr das voll habt und das Ding oben drauf habt, dann könnt ihr natürlich wieder hochgehen. Stellt sicher, dass eure Tür zu ist, weil das wird groß geschrieben wegen Oxygen und alles Mögliche. Dann nehmt ihr eure Karte vom Mars, packt die hier rein und drückt auf Assemble. Super, wenn ihr. Ich finde ja super, dass das wieder komplett rumbuggt. Yay! Wieso funktioniert das jetzt nicht? Hä? Oh mein Gott, ey. Probieren wir mal kurz den Mond, ob irgendwas überhaupt funktioniert. Diese Rocket Station ist schon wieder komplett broken, ey. Ernsthaft? Ach komm, warum nimmt er das Entity jetzt nicht, hä? Ist das euer Ernst? Oder geht das nicht wegen diesem Fuel Block? Oh, ich liebe diese Mod. Die ist noch ziemlich sehr verpackt, wie man sieht. Ja, okay, dann wird das wohl nichts mit dieser Rakete. Wir probieren es dann einfach mal kurz einzuscannen. Wie gesagt, die Mod ist noch ziemlich buggy, also. Ja, scheint also so, als wenn unsere Rakete hier ein paar Problemchen hätte. Und ich kann auch keine Kopie anfertigen, da sonst das Game crasht. Ist das nicht einfach wunderbar? Wir lieben Work-in-Progress Mods, aber nur in der. Stattdessen werde ich jetzt einfach hier meine Rakete Version 1 nehmen. fragt lieber nicht. Das war einfach mal zum Test, aber ja, ich nenne sie einfach die Maze, weil sie einfach aussieht wie der neue Maze so ein bisschen. Aber gut, probieren wir es jetzt hiermit. Wir müssen jeweils trotzdem nochmal einmal hier den Fuel reinkippen, weil der irgendwie meistens nicht vernommen wird. Und what the fuck ist hier passiert?
So, jetzt passt es, ne? Ja, einmal wieder Tür rein. Perfekt. So, wir bauen die Star Map auf Mars. Gehen hier oben rein. Packen jetzt also unsere Star Map hier rein und drücken auf Assemble. Und there we go. So soll es eigentlich sein. Können wir jetzt schön 399, wir brauchen 194, bla bla bla. Perfekt. So, jetzt wo wir Mars hier drin haben, können wir uns also auf unser schönes Stühlchen setzen und bitte mal wieder den Regen ausmachen. Und dann drückt ihr einmal hier drauf und drückt einmal Leertaste. Und dann seht ihr schon, hebeln wir ab. Ganz kurz den Sound leiser, weil das schon ziemlich laut ist. Und ja, hier seht ihr, wenn wir hochfliegen, haben wir so eine coole kleine Map von der Erde. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Hat schon was. Und dann werdet ihr hierhin teleportiert. Und hoffentlich lädt unser Schiff. Ja, there we go. Jetzt ist es ganz wichtig, ihr müsst einmal wieder auf eure Controls rechtsklick machen, ansonsten fallt ihr einfach runter. Und wenn ihr jetzt Leertaste drückt, tut ihr abbremsen, wie ihr an unseren Koordinaten sehen könnt. Ja, wenn ihr zu schnell seid, sagt euch das Spiel das auch, weil wir wollen nicht, dass ihr einfach auf den Boden crasht. Das wäre ein bisschen sehr blöd. Ja, der Mars. Der Mars, der Mars. So, hier, Hold Space to slow down. Das machen wir doch natürlich. Wir wollen ja eine sanfte Landung haben. Da unten seht ihr schon das Terrain. So. Langsam und sicher kommen wir dann runter. So. Bumm. Und da sind wir. Normalerweise braucht ihr jetzt Raumanzüge. Die kann ich mal ganz kurz zeigen. Die craftet ihr einfach. Ein bisschen Glas und ein bisschen Wolle, Tanks und so weiter. Gut, dann können wir mal kurz runtergehen. Und wie ihr seht, das ist der Mars. Nett. Hier gibt es Marssteine und alles Mögliche. Ihr könnt hier Rohstoffe finden. Irgendwelche lustigen Kreaturen. Die tun bestimmt auch nicht weh. Was sind das denn, Alter? Interessant. Also, ihr könnt hier vieles erkunden. Auf jeden Fall. Und natürlich könnt ihr hier auch Mars-Basen bauen. Oh mein Gott, das ist sogar nur Animation, das war langsam. Das ist ja cool. Das ist auf jedem Planeten gleich. Ihr müsst dafür ein paar Sachen haben. Das Return-Ticket Earth brauchen wir auf jeden Fall noch. Das kriegt ihr automatisch. Um eine Basis zu bauen, braucht ihr natürlich Blöcke eurer Wahl. Ihr müsst es natürlich luftdicht verschließen. Das heißt, am besten benutzt ihr davon auch zwei Türen. Und zwar einmal eine zum Rein, einmal zum Raus. Baut dann da herum, keine Ahnung, einfach irgendeine kleine Schleuse oder was auch immer. Und könnt dann jetzt hier eure Base bauen. So, wenn ihr eure Base gebaut habt, nehmt ihr euch Folgendes. Und zwar einmal einen. Wo ist es? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ein Oxygen Sealer braucht ihr einmal. Und ich glaube, den Oxygen Filler ist nur für die Rakete. Den Sealer platziert ihr dann irgendwo hin. So, und der braucht auf jeden Fall Rotation. Das ist natürlich die Frage, ja, wie kriegen wir denn hier Rotation? Lasst uns einfach mal eine Windmühle bauen. Ah, könnt ihr nicht. Das wurde so gemacht, dass es nicht auf diesem Planeten funktioniert. Genauso wenig wie Wasser, weil Wasser hier einfach verdampft. Oder einfriert, je nachdem. Dafür gibt es jetzt Solarpanels. Solarpanels craftet ihr aus Glas und ein Circuit. Und diese, wenn die Sonne draußen ist, produzieren Rotationsenergie. Wer hätte es gedacht? So, wir nehmen uns jetzt aber mal kurz einen Motor, weil wir wollen das mal ein bisschen upspeeden hier. So, wenn das Ding dann jetzt hier Rotation hat, macht das noch nichts. Denn es braucht hier vorne noch einen Anschluss. Und da könnt ihr dann jetzt Pipes dran machen. So. Und an dieser Pipe macht ihr dann wieder einen Fluid Tank.
Ich mache jetzt einfach mal ein Creative. So, und was muss da rein? Da muss Liquid Oxygen rein. Wie macht ihr Liquid Oxygen? Irgendwie Oxygen müsst ihr irgendwie auch wieder einfrieren, das es anscheinend noch nicht gibt. Gut, wenn das hier drin ist, da dran machen. So. Leak detected. Oh mein Gott, was zur Hölle? Ich glaube, wir sind hier in einem Mars-Sandsturm. Okay, Mars hat Sandstürme. Das ist cool. Ja, das ist episch, Alter. Wetterphänomene. Okay, der detectet das anscheinend wirklich, dass man drin ist. Das ist cool. Das ist okay. Ich nehme alles zurück. So, jetzt seid ihr hier drin. Und jetzt können wir das Ding mal einmal anschmeißen. Sollte der gleich eigentlich anfangen, was zu machen. Normalerweise ist das jetzt so, dass ihr nicht mehr ersticken würdet, aber ihr friert, wie ihr seht. Ihr kriegt nur Freeze Damage. Dafür gibt es jetzt noch einen weiteren Block, und zwar den Temperature Regulator. Und wer hätte gedacht, der hat ein bisschen fortschrittlichere Crafting-Rezepte. Und der muss auch bepowert werden. Wie so jedes Ding hier. Und da könnt ihr dann eure Temperatur einstellen. Bis 50 Grad. Also, da könnt ihr auf jeden Fall ordentlich was einstellen. So, machen wir hier mal ein bisschen Fullspeed. Und jetzt dürftet ihr in Survival. Ihr könnt atmen. Ihr habt Wärme. Alles supi. Also könnt ihr jetzt hier eure Basis aufbauen mit einer kleinen Solarfarm für Strom und alles Mögliche. Und sobald ihr halt rausgeht, werdet ihr feststellen, wenn ihr jetzt die Tür aufmacht, geht sofort los. Ihr erstickt. Ja, so viel dazu. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier aus diesem Sandsturm raus und fliegen mal zurück zur Erde. Dafür braucht ihr das Return-Ticket, was ich jetzt schon verlegt habe. Das ist, das ist nicht schön. Wir probieren es mal kurz aus, indem ich einfach die Erde anwähle. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber wir werden es sehen. Required Engines 99. Genau. Ist klar. Und da verlassen wir den Mars. Ey, das ist schon echt cool. Wenn dann noch die ganzen Bugs gefixt werden, dann könnt ihr so geil eure eigenen Raketen bauen. Ihr könnt sogar Basen bauen und mit denen losfliegen. Das ist ja alles möglich. So, mal gucken. Landen wir dann wieder auf der Erde mit unserem Schiff? Ja, das funktioniert auch. Wunderbar. Ihr könnt natürlich auch richtige hier unterirdische Basen bauen mit, wisst schon, mit hier Raketen, Schächten und ihr könnt Weltraumhäfen bauen. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wie das mit dem Orbit funktioniert. Da gibt es bestimmt irgendwas. Oh, es schneit. Ach so, ich sehe schon. Wenn das Wetter hier. Also, wenn hier auf der Erde Wetter ist, dann ist auf den anderen Planeten auch Wetter. So, dann sind wir wieder auf der Erde. Alles wieder wie vorher und so weiter. Genau, das zum Groben. Dann gibt es natürlich noch ein paar Mobs. Die könnt ihr aber alle gerne noch selber erkunden. Und hier gibt es noch ganz viele Blöcke von denen. Die könnt ihr dann für Hitzeschilde benutzen oder für Lampen oder Dekoration und was weiß ich alles. Man kann sich da auf jeden Fall ordentlich austoben. Ja. Dann würde ich sagen, war es das hiervon. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick verschaffen. Sorry, falls es manchmal nicht funktioniert. Wie gesagt, jemand ist noch sehr Work in Progress, also ja. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald. Euer Red Gamer.